Hallo zusammen. Ja, ich melde mich hier von meiner zweiten Station, aber von meiner letzten Station, bevor ich nach Österreich rüberfahre und Deutschland verlasse. Wie man sieht, ist im Hintergrund die Allianz Arena. Also ich stehe hier gerade mit dem Gespann auf dem Parkplatz, auf dem Busparkplatz. Der ist auch für Wohnmobile zugänglich, wenn keine Spiele stattfinden. Oder halt auch für Wohnwagengespanne. Ja, und ich bin ganz froh, dass ich hier angekommen bin. Es waren jetzt 2 Tage Fahrt. Gestern habe ich in Fulda übernachtet. Und es war ja das Sturmwochenende schlechthin jetzt. Zum Glück war der Wohnwagen nicht ganz so anfällig, aber es war schon echt anstrengend manchmal. Es hat geregnet in Strömen. Es hat auch ein bisschen Wasser vor in den Wohnwagen reingedrückt. Die Sturmböen peitschen manchmal aufs Dach. Ich bin teilweise nur 50 auf der Autobahn gefahren, Bäume lagen auf der Spur, also wirklich Bäume, nicht nur Äste. Das war schon echt anstrengend. Von daher bin ich jetzt froh, dass ich hier angekommen bin. Ich warte jetzt auf meine Schwester, die mich gleich hier abholt. Und dann geht es morgen früh weiter nach Österreich und dann ist das morgige Etappenziel der Gardasee. Dann schaue ich mal, ob ich das morgen schaffe. Ich komme langsamer voran, als ich dachte. Der Spritverbrauch hat sich inzwischen ein bisschen eingependelt. Als ich die erste Tour mit dem Wohnwagen gemacht habe, waren das 27 Liter. Jetzt beim letzten Tank war ich auf knapp unter 20 Liter. Ja, ich muss mal gucken, woran es liegt. Eventuell hat sich der Benzinfilter jetzt ein bisschen zugesetzt, sodass einfach weniger Benzin reinfließt. Spricht natürlich ein bisschen dafür, dass man mit einer Veränderung der Vergaserdüsen noch was erreichen kann, aber das probiere ich erst aus, wenn ich weiß, dass ich ein bisschen Zeitpuffer habe. Ja, das war mein erster Blog-Eintrag. Ich mache mir jetzt einen angenehmen Abend und morgen geht es dann weiter und dann gibt es demnächst den nächsten Eintrag. Tschüss!